Gute Neuigkeiten verbreiten sich schnell, auch in Fonds-Vapur. Wir haben neue Hoffnung, uns aus der Knechtschaft befreien zu können. Aber Prabhat würde uns Hunger leiden lassen, denn wir haben keine eigene Nahrungsvorräte. Bitte schickt uns Verpflegung und wir sagen uns von ihm los. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wir werden angegriffen. Von wem? Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Sofort. Ja, Käse. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Mal sehen, wie viele Schafe kommen da jetzt an. Eins. Tja, ich werde aber auch Milch brauchen, um Käse zu produzieren. Ich muss... Wie viel Käse brauche ich? 20. Das sind 3 Käsereien. Ah. Jetzt hätten wir aber erstmal den Beet. Ein Karren wurde ausgesandt. Und stelle das hier wieder an. Nein, wir stellen den Beet erstmal noch aus, denke ich. Bis er den Met, den er braucht, geholt hat. So, dann wird es langsam mal Zeit, dass wir uns um Soldaten kümmern. So. Und ja, euch kann ich jetzt doch mal abreißen, weil jetzt wird es mir dann doch zu teuer. Und ja, Kirche mal ausbauen. Na komm, wir haben genug Geld, also fordern wir auch Steine an. Ist eingetroffen. Da kommt das Met. So können wir jetzt den wieder einschalten. Dank der glücklichen Heimkehr unseres Ältesten und eurer vortrefflichen Metlieferung wird dies ein wahres Freudenfest werden. Zum Dank möchten wir euch zugestehen, einen Handelsposten bei uns zu errichten. Wir haben euch einige auserwählte Waren anzubieten. Ein Karren wurde ausgesandt. Das ist sehr schön. Vielleicht kriegen wir Eisen und oder Milch. So.
Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Wir warten erstmal, was sie anbieten. Also im Handelsposten. Und dann entscheiden wir, ob wir Zeug verkaufen oder ein nicht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jetzt benutzen wir aber erstmal das, was wir hier an Steinen haben. Für den Ausbau unseres Wegesystems. Ja, genau, die Taste war zurücksetzen. Gut. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Einem engen Handel steht nichts mehr im Wege. Mögen unsere Güter euch dabei helfen, Brabhat zu besiegen. Seid euch unserer Unterstützung gewiss, treuer Freund. Heilkräuter gegen Eisen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Gut, machen wir erstmal das. Ein Karren wurde ausgesandt. Das heißt, wir können ein bisschen hiervon verkaufen oder ein bisschen davon. Ich habe tatsächlich ein Schaf. So, das heißt, jetzt müssen wir 3 Käsereien errichten. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Da müssen wir sehr viele Straßen verbessern. Und haben keinen Stein mehr. Jetzt könnte ich hier Kühe kaufen. Ah, praktisch. Gut, dann fangen wir mal an, unsere eigene Milch zu produzieren. Die Regenzeit hat eingesetzt. Das reicht aber 2 Stück. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Nee, du nicht. Du. Dich reißen wir nachher wieder ab, wenn wir dich nicht mehr brauchen. Und wir haben Regenzeit. Okay. Kaufen wir uns lieber die Kühe, als dass wir die Territorien erobern. Und ich hoffe, dass wir uns dann bei ihnen hier Schafe neben der Wolle kaufen können.
Ah, ja. Sofort. Können bei denen mal wieder Tribut abholen. So, zweites Ding. Hätte ich es mir sparen können, wahrscheinlich das Territorium hier einzunehmen. Wenn es hier eh nur noch nur ein Schaf gegeben hat. Warum auch immer. Für Hidun, entrichtet euren Tribut. Hey, 5 Steine. Sofort. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, der wird jetzt genauso hier Schlange stehen wie der erste. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Und es ist auch toll, dass sie dem scharfen Baum wächst. Jo, aber wir haben jetzt gerade wirklich Mangelware an Klamotten, ey. Ja, für Heilkräuter müssten wir das Territorium einnehmen. Und einfach mit ihnen Kräuter tauschen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Machen wir mal schneller, damit die Regenzeit vorbeigeht. Die Regenzeit ist vorüber. Gut. Wieder auf einfach. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Und wir können jetzt... Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Käse. Ein Karren wurde ausgesandt. So, und sobald wir dann noch eine Kuh. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ich denke mal, das ist genug Milch. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Du wirst abgerissen. Und die anderen beiden, die dürfen weiterarbeiten. So. Dann errichten wir schon mal den ersten Weber. Warten immer noch darauf, dass wir noch ein paar Kühe kaufen können.
Während ich auch noch darauf warte, dass das erste, die erste Herde ankommt. An Kühen. Ah, da, in der Mitte trottet sie. Einem Milchbauern fehlt es an Kühen. Da kommen sie ja wenigstens wieder mal vier. Wo ist Nummer 5 wieder zurückgeblieben?